Es ist ein harsches Urteil. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass so lange Haftstrafen ausgesprochen würden. Sie müssen jetzt für 3 bis 8 Jahre in Haft. Allein 8 Personen dieses Führungszirkels der Menschenrechtsorganisationen müssen 8 Jahre im Gefängnis verbringen. Das ist drastisch, das ist dramatisch für etwas, was sie nie begangen haben. Man hat sie ja beschuldigt, eine Demonstration von Slumbewohnern gegen die Räumung ihres Viertels und ihrer Häuser angestiftet zu haben. Der Polizei und den Ermittlern ist es nicht gelungen, das zu beweisen. Trotzdem hat das Gericht sie verurteilt. Ja, man kann eigentlich nur sagen, es war eine große Justizposse, die wir da erlebt haben. Aber dramatisch eben die Folgen für die Menschenrechtsorganisation, die das Gefühl hat, jetzt systematisch im Land mundtot gemacht zu werden. Hat der Prozess rechtsstaatlichen Maßstäben genügt? Nein, er hat ihn absolut nicht genügt. Es gab viele Prozessbeobachter, die Rechtsanwälte der Angeklagten haben immer wieder prozedurale Fehler angemerkt, haben das Gericht aufgefordert, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass ihre Mandanten Anzeigen erstattet haben gegen 10 Polizisten wegen Misshandlung und Folter in der Haft. Das Gericht hat kaum darauf reagiert, hat sich kaum damit auseinandergesetzt. Und es gab auch sonst viele, viele Formfehler in dem Verfahren, ganz zu schweigen davon, dass der ganze Aufwand, den die Polizei betrieben hat, mit einer Sonderermittlungsgruppe wenig an sogenannten Beweisen dann auch tatsächlich zutage gebracht hat. Vor welchen Herausforderungen steht die IRA jetzt? Die IRA steht vor gigantischen Herausforderungen. Man hat zum Beispiel diesen 13 Menschenrechtlern jetzt auch noch auferlegt, eine hohe Geldstrafe. Sie sollen 93.000 Euro zahlen an Polizisten, an den Eigentümer des Landes, auf dem eben diese Räumung stattgefunden hat, wegen angeblicher Schäden. Das ist ja für diese Organisation, die quasi mittellos ist, natürlich ganz schwierig. Ganz große Herausforderung ist, dass die IRA den Eindruck hat, dass sie eben systematisch in dem Land mundtot gemacht werden soll, weggesperrt werden soll. Das heißt, es wird für sie jetzt immer gefährlicher, dort öffentlich zu demonstrieren, dort überhaupt irgendetwas zu erklären. Das gilt jetzt vor allem auch für denjenigen, der noch frei ist, Brahim Ramdane, den Vizepräsidenten der Organisation, der ja massiv eingeschüchtert wurde von Polizisten und aufgefordert wurde, keine öffentlichen Erklärungen abzugeben. Also im Prinzip ist es lebensgefährlich jetzt geworden, für Mauretaniens Sklavereikritiker sich öffentlich zu äußern, und allein das ist schon, ja, wirft ein bezeichnendes Licht auf diesen sogenannten Rechtsstaat Mauretanien.